Das ist ein Vortrag, den ich gerade als Wissenschaften hier in der Vorbereitung noch gehalten habe. Daher hat es jetzt nicht den gleichen wissenschaftlichen Standard zu sein wie die anderen Vorträge. Aber vielleicht ist es trotzdem zu unterhaltsam. So, hat jemand hier schon Pferdefleisch gegessen? Woher wisst ihr das? Wir haben Pferdefleisch gekauft, also absichtlich Pferdefleisch gekauft. Ganz genau, ne? Auf der Packung, oder? Ich kaufe den Supermarkt, wir kaufen beim Bauern. Aber jetzt nicht selbst im Pferd geschlachtet, sein Zwiebuch beim Wurst machen oder was auch immer. Das ist eben, also ich glaube, wir wissen einfach nicht richtig mehr, was wir essen. Wir können uns nicht ganz sicher sein, was wir eigentlich in uns reintun. Das war der Skandal letztes Jahres. Ja? Also mich hat am meisten schockiert, dass die Schildkröte, also ich komme aus Schweden, ja, dass die Schildkröte auch Pferdefleisch drin hatten. Ich dachte, hier waren die Guten, die niemals sowas verkaufen würden an die Kunden, wenn die nicht wussten, was genau mit dem Essen ist. Das Problem ist einfach, woher wissen wir, was in unserem Essen überhaupt drin ist. Ja? Wir verlassen uns drauf, was drauf steht, ja, ob Bio, nicht Bio, Pferdefleisch, Rindfleisch, gar kein Fleisch. Es gab doch diesen Fall vor ein paar Jahren in Deutschland, dass ein Dönerladenbesitzer erfolgreich sich von der Klage sozusagen freigesprochen lassen hat. Seine Kundin ist nach Verzehr des Döners, da eine Bulette in einem Döner wurde, auf jeden Fall erkrankt. Und er konnte nachweisen, dass seine Bulette da kein Fleisch drin hatte. Deshalb konnte diese Erkrankung nicht von Fleischvergiftung kommen. Ja. Das heißt, also Pferdefleisch, gar kein Fleisch, was auch immer Fleisch, die wissen es einfach nicht. Das hängt damit zusammen, dass die Lebensmittelindustrie globalisiert ist, so wie alles andere inzwischen. Ist auch nichts Schlimmes, das ist auch was nicht Schlimmes. Also das ist einfach eine andere Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Die Globalisierung der Lebensmittelindustrie ist halt schon viel früher angefangen als jetzt. Ja? Also, natürlich damals, 15. 16. Jahrhundert, wurden Gewürze durch die Gegend transportiert. Die Kaninchen sind nach Australien gekommen, haben dann das endogene Leben sozusagen ausgerottet. Das so nebenbei. Inzwischen schieben wir nicht nur Gewürze, sondern auch Rinder zum Beispiel durch die Gegend oder Rindfleisch oder was auch immer Fleisch. Und das wird natürlich, oder das bringt mit sich ganz neue, interessante Risiken und Probleme, wie zum Beispiel jetzt Tourismus für neuartige Infektionen und Verderbserreger. Wir sind unsere Darmflora und Fauna ist vielleicht nicht auf einen Erreger aus Argentinien so richtig gut eingestellt, dass sie dann vielleicht dann doch eher daran erkranken und umgekehrt. Also es findet auch eine Globalisierung der Erreger statt. Ja, auch wenn man jetzt keine Tiefkühllasagne kauft, sondern selbst eine macht, was echt nicht besonders schwierig ist, trotzdem tun wir Zutaten rein, die aus aller Welt kommen. Ja, und gut, bei Tomaten kann man schon vertrauen, dass sie aus Holland kommen. Parmesan wahrscheinlich, wenn draufsteht italienischer, kann sein. Aber es gibt auch dieses Käse, was nicht Käse ist. So ganz sicher kann man nie sein. Beim Fleisch ist es tatsächlich so, man weiß nicht so richtig, woher es kommt, letztendlich. Und man würde gerne darauf vertrauen, dass zumindest egal, woher es kommt, dass zumindest das drin ist, was man kauft. Ja. Gut, aber wer sorgt dafür, dass unsere Lebensmittel sicher sind erstmal? 99% aller Kontrollen macht die Lebensmittelindustrie selber. Und 1% der Stadt. Und diese 1% ist ungefähr das, was die Stadt auch leisten kann. Also, das geht eigentlich gar nicht anders. Das klingt erstmal ein bisschen schlimm, weil 99% die Industrie selber, naja, also das ist so, wenn man sich selbst kontrolliert, ist das nicht unbedingt vertrauenswürdig. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich so, dass die Lebensmittelindustrie am Profitinteresse hat, möchte schon die Lebensmittel auch verkaufen. Und es gibt diverse Handelsabkommen zwischen Lebensmittelindustrie und dem Handel, sodass die Lebensmittelindustrie im Handel wirklich versichern muss, dass das, was sie liefern, auch in Ordnung ist, weil sonst am Ende ist der Kunde, der mit dem Handel unzufrieden ist und so weiter. Also, das ist tatsächlich so, also hat mir der Experte von Lebensmittelanalytik, eine Firma hier am Campus, Kongin Biotechnologie, hat mir versichert, es ist wirklich so, unsere Lebensmittel werden immer sicher.
Nächste Frage, wie wird die Sicherheit getestet? Also nicht nur, welche Erreger drin sind, sondern auch vielleicht was, also was Laub drin ist, um zu messen. Und hier, die Methode der Wahl ist inzwischen die PCR. PCR ist von Kyle Muniz 1983 entdeckt worden. 10 Jahre später hat er vollkommen verdient, den Nobelpreis dafür gekriegt. PCR kennen eigentlich alle, denke ich, aus dem Unterricht. Polymerase Kettenreaktion, also man kann das leider viel mehr von genetischem Material, von DNA im Vitro, also im Testtyp, ohne ähnliches Organismus einfach. So, jetzt ein Vortrag lang der Wissenschaften, also nächstes Slide ist, was ist denn DNA? Eine lange Abfolge von Basen, A, G, T, C. Gut, das wissen wir jetzt alle. Hier, wichtig in diesem Zusammenhang des PCRs, ist einfach das Komplementaritätsprinzip, also A passt zum T und G zum C und so ist das immer. Und wichtig ist auch zu wissen, wenn man jetzt PCR benutzen möchte, also wie unterschiedlich, also im Prinzip geht es darum, jetzt mit Hilfe des PCRs fremde DNA in, jetzt im Essen zu finden. Das heißt, jetzt irgendwie der Pferdefleisch, den Kuhfleisch zu suchen hat oder ähnliche Erreger oder was auch immer, also was DNA hat. Wie ähnlich sind die denn? Also wie groß sind die Unterschiede, nach die man sucht? Also das muss man auch erstmal wissen. Der Mensch und Pferd sind 92% ähnlich, Kuh und Pferd 93% ähnlich. Das heißt aber, dass dann eben diese paar Prozent sind, die Unterschiede sind. Ja? Und das sind diese Unterschiede, die es möglich machen, dass man eben Fremd-DNA in anderen Proben detektieren kann. Wie detektiert man hier DNA? Man benutzt PCR als Suchfunktion. Hier ist es wichtig zu wissen, also so ein Lab-Treasure-Cooler aus Ikea, das besteht aus Fleisch und auch diversen anderen, aus diversen anderen Zutaten und jeder von den Zutaten ist ja eine ganze Zelle. Ja? Also da sind die Zellen da drin, es gibt da Weizenzellen drin und Zwiebelzellen und Rinderzellen. Und sind Zellen, sagen DNA, also wir essen auch DNA, wir essen die ganzen Zellen. So, DNA wird uns verdaut und dann vom Organismus wir brauchen weitere also Sachen, die das Organismus braucht, benutzt. Aber erstmal, wenn wir so zum Beispiel so einen Schildpulle haben, gekocht oder nicht gekocht, da ist DNA drin. Und da kann eben auch eine Kontamination sein. Das ist ein Beispiel Pferdefleisch. Was man also braucht, ist im Prinzip so DNA aus der Schildpulle rauszuholen und dann eben die Fremd-DNA, der nicht dahin gehört, also nicht Petersilie, nicht Kuh, nicht Zwiebel, nicht Weizen, eben zu finden. Wie isoliert man DNA? Das ist eigentlich ganz einfach, man braucht ein bisschen Sprühe, ein bisschen Schnaps, ein bisschen Salz. Das könnt ihr auch tatsächlich mit dieser Methode morgen in den Workshops auch kennenlernen, wenn man es auch weiß, zu Hause in eigenen Küche eben DNA isolieren kann, das wirklich nicht weiter schwierig. Ja, dann braucht man kurz die DNA und dann braucht man die Sporwunde. Die Sporwunde, ist leider zu früh losgelaufen. Die Sporen, das sind eigentlich die Oligonukleotide. Das sind kurze Sequenzen, das sind diese kurzen Stückchen, die hier zu sehen sind. Also, das sind die Oligonukleotide. Und die sind komplementär zu der Zielsequenz, also diese Unterschiede, also die sind komplementär zu dem, die sind so designt worden, die haben wir selbst designt, gemacht, entworfen und synthetisiert chemisch, dass die nur zu dem Unterschiedlichen passen. Also wenn wir zum Beispiel, also eben nicht zu Petersilien-DNA, nicht zum Kuh-DNA, nicht zum Weizen-DNA, sondern wirklich nur zum Pferde-DNA, weil Pferde-DNA wollen wir ja finden in dieser Probe. Und das müssen wir nicht finden, ja. So, also man sagt, braucht man diese kleinen Stücke und die können nur da binden im DNA, also die können nur binden im Prinzip, wenn diese DNA zu den Genen können, in der Probe überhaupt drin ist. Dann muss man die Information ablesen, das ist jetzt die PCR, konventionelle PCR, also man braucht ein Template, das ist also diese Schildpulle DNA sozusagen, dann braucht man diese Spurrunde, dann braucht man auch die Basen, also die AGCT, so ein bisschen lose, rein, ja. Man braucht ein Enzym, Polymerase, das kann dann mit dem Ganzen arbeiten. Und man braucht natürlich auch noch ein Gerät, ein Thermocycler, das ist ein Gerät, was sehr schnell Temperatur wechseln kann. Also innerhalb von Sekunden, wo man so unter mehrere Zehner gerade fahren kann. Und dann, was jetzt folgendes,
im Prinzip diese Spurhunde binden und Tankpolymerase arbeitet, verbraucht dabei eben diese lose Basen, die wir da reingeworfen haben, und wir kriegen dann viel von dem DNA, wenn die da ist. Und das wissen eigentlich hier alle, ich habe das Öl nochmal gerne. Eine Kopie, im nächsten Zyklus der Patient 2, 4, 6, nee, 8. 16, 32 und dann geht's wieder. So, das ist die konventionelle Methode. Damit könnten wir jetzt im Prinzip, also wenn wir richtig sauber arbeiten und richtig gute Kontrollen haben und so weiter, einfach sagen, okay, ist da jetzt fertig oder nicht. Wir können aber nicht sagen, wie viel ist da ist. Also, und vielleicht ist da wirklich nur, weiß nicht, zufälligerweise ein kleines Körnchen in dem Pferd. Das ist eine sensitive Methode, also da kann man wirklich die ganz kleinsten Mengen auch finden. Aber es gibt eine andere Methode, die heißt Real-Time-PCR. Die ist besser für sowas. Und vor allem, weil man hier auch viel mehr Proben parallel machen kann. Und ist im Prinzip genau das gleiche wie eine normale, konventionelle PCR. Besonders anders. Das Einzige, was hier anders ist, ist, dass man noch so eine fluoreszierende Probe hier reinwirft. Da gibt es auch verschiedene Arten, das machen kann, also da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das Wichtige ist im Prinzip, dass wenn das PCR funktioniert, also wenn es läuft, wenn die Spurhunde, die Oligonukleotide, die Ziel-DNA gefunden haben, daran gebunden haben und angefangen haben, die Stränge zu synthetisieren sozusagen, wird das Fluoreszenzsignal auf eine oder andere Art eingebaut. Da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das Fluoreszenzsignal einbaut. Und dann dadurch, dass man weiß, wie viel DNA man als Ausgangsmaterial reingetan hat und den Fluoreszenzsignal kann man dann im Prinzip real-time, also in Echtzeit verfolgen, dann stehen solche Kurven, kann man dann ganz genau, also genau, das Fluoreszenzsignal, der korreliert auch wirklich korreliert wirklich mit der Menge der DNA, sozusagen, die dann eingesetzt wurde, beziehungsweise die man produziert hat. Dann kann man es zurückrechnen und dann kann man sagen, in dieser Schildkuhle war 50% aus dem Pferd drin, also Pferdefleisch drin. Und das ist im Prinzip die Lebensmittelanalytik von heute. Das ist genau das, was jetzt gemacht wird. Interessanterweise ist gerade diese Pferdefleischgeschichte. Es gibt nur eine einzige Firma in Europa, die dafür zertifiziert ist, Pferdefleisch überhaupt zu entdecken. Und das war hier am Campus Buch, eben der Kongen Biotechnologie GmbH. Unglaublicherweise wird dann jetzt die erste nicht alte Methode, ich glaube 1996 wurde es zum ersten Mal entdeckt. Ist aber erst vor relativ kurzer Zeit mit Lebensmittelanalytik überhaupt angekommen. Und wird aber jetzt mehr und mehr benutzt. Und das ist eine alte Methode, aber hier ist einfach ein Beispiel der alten Methode inzwischen, etablierte Methode, neue Anwendung. Und ja, eigentlich war es das schon.